Yo, meine Freunde, willkommen bei einer neuen Sendung. Heute mit einer kleinen Challenge, die ich mir überlegt habe, weil viele Menschen oft sich fragen, was meine Arbeit ist, was ist überhaupt meine Aufgabe, womit beschäftige ich mich den ganzen Tag? Und diese Challenge erklärt oder macht euch eben selbst vielleicht möglich, etwas reinzufühlen in das, was ich mache und selbst zu erfahren, wie ihr selbst Aktivismus betreiben könnt, wie ihr selbst Leute positiv beeinflussen könnt, wie ihr Leute dazu aktivieren könnt, selbst was zu machen und weitere positive Energie zu generieren. Die Challenge ist, dass ihr euch versucht zu überlegen, wie ihr euren Freundeskreis, eure Family, Freunde positiv mit was beeinflussen könnt. Etwas, sei es ein Hobby, sei es, dass ihr mehr Komplimente macht, sei es, dass ihr euch einfach irgendeine schöne Sache für diese Menschen überlegt, die ihr für die macht. Oder dass ihr euch einfach irgendeine Aktion überlegt, wo ihr was macht, was allen Leuten was bringt. Und ganz wichtig bei dieser ganzen Sache, Nummer zwei, dass ihr euch, ihr kommuniziert das nicht. Die Aufgabe ist, Dinge einfach zu machen. Und das hat auch einen bestimmten Grund. Und zwar haben wir vielleicht dann nicht mehr so eine hohe Erwartungshaltung, dass man uns die ganze Zeit Feedback gibt, sondern wir legen vielleicht mehr Fokus darauf, aufs Machen. Und durch mehr Machen schaffen wir auf jeden Fall, dass eben auch positivere Dinge passieren. Wenn wir aber die ganze Zeit darauf warten, dass Menschen zu uns kommen und sagen, das hast du toll gemacht, das ist super und dann legen wir den Wert vielleicht mehr auf diese Aussage, auf die simple und weniger darauf, dass überhaupt etwas passiert. Und vielleicht nehmen wir uns da nicht so die Zeit dazu, aktiv nach außen zu gehen und eben immer wieder Neues Positives zu suchen, womit wir beeinflussen können. Ich kann euch einfach mal ein paar Beispiele geben, wie ich das Ganze mache seit 4 Jahren, beziehungsweise seit 2016. Und ja, das Ganze hat begonnen, dass ich angefangen habe, Tweets zu schreiben von den Dingen, die ich mache. Das heißt irgendwie einfach alle Menschen, die mir dort folgen auf Twitter, die kann ich durch die ganzen Beiträge, die ich poste, positiv beeinflussen. Dass ich Fragen auf Quora beantworte über die Dinge, die ich weiß. Am Tag 1 bis 2 sind im Jahr 365 bis 740. Ich mache Bilder auf Google Maps von Locations, die es so noch nicht gibt oder mache schönere Bilder, wenn ich Locations sehe, die noch keine Bilder haben. Und ja, mit diesen ganzen Dingen, die ich da gemacht habe, kann ich nur weitergeben. Ich habe schon vor vielen, vielen Jahren angefangen damit, Positives irgendwie versuchen rauszutragen. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, wir werden wahrscheinlich, wenn wir diesen digitalen Weg nutzen, die Möglichkeit haben, viel, viel mehr zu teilen. Aber wir müssen uns auch klar machen, es gibt noch nicht so viele Menschen, die eben Feedback geben. Da sind wir selbst auch verantwortlich für, wie wir da mitmachen. Sollen uns aber auch klar sein, die Menschen geben manchmal kein Feedback, aber sie nehmen die Sachen trotzdem an. Und genau aus dem Grund sollten wir uns nicht so sehr um das Feedback scheren. Wir sollten uns nicht darum kümmern, dass wir die ganze Zeit Feedback bekommen oder uns aufregen, wenn wir keines bekommen. Genau deswegen auch eben diese kleine Anmerkung, dass wir nicht darauf warten, dass die Leute uns erst Dankeschön sagen, sondern dass wir das Dankeschön vielleicht durch eben eine bestimmte Geste, durch das Verhalten dieser Menschen uns gegenüber erkennen, dass wir einfach auch insgesamt vielleicht ein bisschen aufmerksamer sind und vielleicht erkennen wir dann auch noch ein bisschen mehr Dinge. Genau. Lasst mir einfach gerne mal in den Kommentaren, was ihr euch überlegt habt. Lasst mir auch in den Kommentaren, falls ihr sogar schon mal selbst irgendwie ein bisschen ausprobiert habt oder selbst Influencer für irgendwas Positives seid. Und ja, ich hätte gesagt, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Und bis dahin wünsche ich euch noch eine gute Zeit. Macht es gut, meine Freunde. Less about love and more about caring. It's less about enough and more about cherishing. More about being on the outside staring in. Pouring ideas in the doubt. How embarrassing. Heart drop, quick to the stairs. Looking for a time in a place like there is. Meantime, take a day off. I can face it. I got